So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in The Old Republic, ja, im schönen Star Wars MMO. Ich bin jetzt in Coruscant unterwegs in so einem Taxi, ja, und fliege zum Senatsplatz zurück, um dort dann quasi weiterzureisen. Also war jetzt gerade eine Wuselei wieder aus diesem schwarzen Sonnengebiet. Ich habe gedacht, ich steige jetzt schon mal quasi wieder ein mit dem Video, weil ich das persönlich immer sehr hübsch gemacht finde, hier dieses Reisen auf dem Planeten mit diesem Taxi. Das finde ich, hat irgendwie schon Atmosphäre irgendwie von Coruscant. So. Aber ich denke, ich unterbreche jetzt wieder ganz kurz, bis ich dann... Diesmal ist es keine Bitte, sondern eine Feststellung. Ich muss zum alten galaktischen Markt. Ich habe die Regel nicht erfunden, Sir. Wenn es eine Reisewarnung für einen bestimmten Sektor gibt, muss ich mich dran halten. Ich trage einen Betäubungsstock zu meinem Schutz. Also, starten wir jetzt oder nicht? Sobald ihr diese Verzichterklärung unterschrieben habt, Sir. Ich reise dann jetzt, also ich wusel da jetzt weiter zu Fuß hin, weil das zieht sich jetzt wieder, ja, das ist einfach nicht so wirklich spannend, da läuft man ewig, aber ihr kennt das ja, das ist, so sind halt MMOs, ja, unheimlich rumgelaufen, dann bis gleich. Ihr da, wie würde es euch gefallen, ein Leben zu führen, das eurem Status gerecht wird und dabei die Republik zu unterstützen? Stärkt eure politischen Beziehungen und vergrößert euren Einfluss in der Galaxis wie niemals zuvor. Mit eurer eigenen strategisch gelegenen Festung. Errichtet mit eurer Festung eine Machtbasis. Schützt euch vor euren Feinden. Und wenn ihr wollt, schmeißt eine Party. Viele Partys. Zeigt allen, wie erfolgreich ihr seid. Klingt es übertrieben, wenn ich sage, dass ihr der Republik keinen größeren Dienst erweisen könnt, als eine Festung zu besitzen und damit anzugeben? Wer weiß. Kauft euch jetzt eure eigene Festung. Für die Republik und für euch selbst. Okay, ich glaube, das ist das mit diesen Festungen, wo ich mich vorhin noch so ein bisschen gewundert habe. Ich bin nämlich hier, wie ich gerade auf dem Weg war, von dem Taxistand hier vor dran vorbeigelaufen und habe den angeklickt und habe gedacht so, ach Gott, das nehme ich schnell mal auf. Ja, das wäre echt ganz interessant. Also das scheint das... Auf Deutsch quasi eine Housing Zone. Ja, es gibt, man kann quasi ein Häuschen haben in dem Spiel jetzt. Okay. Ist in Ordnung. Wir können uns das ja tatsächlich einfach mal kurz angucken, wenn ich eh schon hier bin. Was ist das denn jetzt schon wieder? PvP. Nee, nicht den PvP jetzt einfach mal nicht. Oh, jetzt bin ich ja schon eine Aufstellung gelaufen. Na egal. So, dann gehen wir doch da mal hin. Aber warte mal, Festungsverzeichnis Coruscant. Ja, der ist aber günstig. Also gut, ich habe keine 5000 Credits mehr, weil ich mir mein Inventar erweitert habe, aber jetzt mal ernsthaft, das ist ja Schnäppchen. Gut, erstmal kriegt man nur ein Apartment. A Penthouse, aber auf dem Turm. Ja gut, jetzt den Coruscant. Nee, lass mal stecke. Wegen einem coolen Planeten. Also, wenn er jetzt so überbevölkert ist, meine ich. Hm, weiß ich jetzt nicht. Was da jetzt eigentlich nochmal? Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Tolle Sache. Ich habe irgendwas Neues. Hätte ich mal schon vor einiger Zeit abholen können, ha?
Wir können jederzeit zusammen üben. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Müsste ich mal bei Gelegenheit vielleicht mal mal drüber schauen. Ach jo, Alter, fort. So. Dann gehen wir mal in den Senat. Sieht schon cool aus alles. Okay, das ist das Leck und da ist der General. Wurde renoviert seit letztem Besuch. Jetzt lasse ich euch ja doch wieder die ganze Rennerei hier. Naja, gut. Seht ihr mal was vom Senatsgebäude, gell? Da haben wir mal Schwätze, wie es da weitergeht mit der Mission. That's a trap. Mein wissenschaftlicher Leiter, ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Hermes gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Sie sind ebenfalls alle Verräter. Die Sith wollen, dass wir in Panik geraten. Lasst euch nicht von Furcht beherrschen. Tarnis wird den Planetenfänger gegen Coruscant einsetzen. Er könnte uns für immer hier festhalten und die Republik lähmen, indem er uns als Geisel nimmt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, das zu verhindern. Ich werde ihn aufhalten, General. Aber dazu muss ich wissen, wo er ist. Das ist mein Stichwort. Ich habe das Holo-Gespräch verfolgt, das wir von der Basis der Schwarzen Sonne abgefangen haben. Tarnis hat von Sektor 439 aus kommuniziert. Justicar-Gebiet. Tarnis weiß, dass wir dort nicht willkommen sind. Justicare sind eine paramilitärische Bürgerwehr. Sie haben einen Sektor übernommen und haben alle Verbindungen zum Rest von Coruscant abgebrochen. Sie mögen keine Besucher. Toll. Bürgerwehr, sagt ihr? Inwiefern? Viele Justicare sind Ex-Militärs der Republik, die nach Hause zurückkehrten, nur um festzustellen, dass Verbrecher ihre Nachbarschaft kontrollierten. Sie sind der Meinung, die Republik hätte Coruscant an das Verbrechen verraten. Also nehmen Sie die Sache selbst in die Hand. Die Justicare sind gut trainiert und bewaffnet. Doch sie interessieren mich nicht. Der Sith Lord macht mir Sorgen. Ihr solltet Tarnis nicht allein gegenübertreten. Ich mag zwar nur ein Padawan sein, aber ich kann euch helfen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, sind zwei Jedi besser als einer. Halte Tarnis auf, bevor er den Planetenfänger gegen uns einsetzt. Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen, Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Tja, den ich anhabe, ist sogar besser. Ja, toll, ich habe jetzt habe ich quasi einen Padawan,
Aber... mir wäre es ja lieber gewesen, wenn ich den T7 behalten könnte im Moment mal, weil der hat dermaßen viel Feuerkraft. Ist zwar an mich gebunden, aber vielleicht... Ha, geht. Hast wenigstens Helm auf Kopf, Mädchen. Bringt zwar jetzt nicht so viel, aber immerhin. Leichtrüstung 77. 32. Nee, das sind ihre Handschuhe wirklich besser. Sieht zwar jetzt ein bisschen lächerlich aus. Aber was soll's. Gut, dann gehen wir jetzt aber mal mit dem... Ich rede jetzt trotzdem erstmal, wenn wir im Gebäude sind, mit den Namak. Ach ja, ja, ist gut. Wobei, kann ich da jetzt hin und her tauschen? Ich bin weg. Ach, das ist ja cool. Ja komm, wir nehmen sie trotzdem mal mit. Wenn sie sich nicht bewährt, nehmen wir doch wieder unseren Druiden. Ah, da müssen wir lang. Dass er unpraktisch ist in so einem langen Wickelrock. Bleibt man noch ständig hängen. Ich weiß schon, warum sich bei Männern Röcke nie durchgesetzt haben, außer bei den Schotten und die tragen Minirock. Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Wie hast du dir diese Schäden zugezogen? Feuer, Rauch, Klingen. Die Bewohner der unteren Ebene haben mich unzählige Male angegriffen. Meine Rückkehr ist ein Wunder. Ich gehe nie wieder dorthin. Korosans Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Was genau ist geschehen? Ihre primitive Sprache vermag mein Leid nicht auszudrücken. Elende Verdorbenheit. Unglaublich senkrecht. Einfach zu viel. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt, aber die Reparatur steht noch immer aus. Korosans Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot. Zum Dank biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Was auch immer. Jo, da haben wir noch ein anderes Quest abgeholt. Ich setze dann wieder einen Cut. Also ich unterbreche ganz kurz und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin mir jetzt so ganz sicher, ob ich zuerst dann jetzt den Tarnis mache oder erst das Hydroquellenleck. Ich überlege es mir noch. Dann bis gleich.
So, dann haben wir uns das Revier der schwarzen Sonne geprügelt, sind jetzt in der Hydroquellenstation und ja, müsste jetzt eigentlich machbar sein. Wir haben den einzigen Teil im Gebiet der schwarzen Sonne gefunden, der nicht in Flammen steht. Was für ein Glück. Tja, da hast du recht, Mietje. So, mal wieder Platz auf dem Schreibtisch mal. Das heißt, wir eine Katze neben dem Mikro. Ach, deshalb liegen hier überall Brocke rum. Hier ist einer von den Soldaten, also ein Mitspieler, einer hier Soldat durchmarschiert, so ein republikanischer. Der hat mir quasi den Weg schon frei gemacht. Ja, nutzen wir das natürlich und beeilen uns ein bisschen, bevor der Respawn eintritt und die alle wieder da sind. Hey, was soll denn das? Weg da, aber ein bisschen plötzlich. Das ist unsere Wasserversorgung und wir mögen sie kaputt. Und jetzt weg hier. Was habt ihr Kinder hier verloren? Wir leben hier. Niemand hat ein Recht, an unseren Sachen rumzuspielen. Wir brauchen dieses Wasser. Wir haben kein Geld und nirgends sonst in diesem Distrikt gibt es kostenloses Wasser. Wenn diese Quelle versiegt, werden wir sterben. Was ist mit euren Eltern passiert? Sie sind im Krieg gestorben, okay? Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Das ist der einzige Platz, den wir haben und die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Könntet ihr euch einen anderen Platz suchen, wenn ich euch ein paar Credits gebe? Ja, das wäre ein Anfang. Dazu braucht es aber einiges. Das sollte für dich und deine Freunde reichen. Wow! Ich habe noch nie so viele Credits gesehen. Damit kommen wir eine ganze Weile klar. Danke. Ja, das wäre die Alternative gewesen. Kinderabschlacht oder was? Ja, das war's schon. Jetzt höre ich zum Namak zurück. Ach Gott, jetzt wird doch wieder gekämpft. Jetzt geht's los! Ja, das aushalten wurde jetzt nicht. Da, kriegst einen Schwanz. Bitteschön. Danke. Er ist ja glücklich. Ich weiß gar nicht genau, ob die den jetzt isst oder... Ich weiß es ja nicht. So. Ja, das war jetzt ein bisschen sehr einfach eigentlich. Dank hier dem Mitspieler, der alles schon platt gemacht hat für mich. Ja, haben wir die Kohle eigentlich schon fast wieder zurück. Ja.
Keine Credits? Naja. Kann denn alles haben. Ja gut, jetzt sind wir wieder draußen in der schwarzen Sonnengebiet. Das heißt, ich muss mich wieder hier zurückprügeln bis hier hoch. Ich unterbreche wieder ganz kurz, bis wir wieder im Senatsgebäude sind, weil das ist irgendwie nicht so abendfüllend. Dann bis gleich. So, und dann sind wir wieder bei dem Roboter da, dem Kree. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Ich bin froh, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne haben Sie nicht verletzt. Ich bin erleichtert. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallele. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Ich bin froh, dass das Leben auf Coruscant nun besser ist. Die Infrastruktur des Stadtplaneten zeigt noch etliche Schwächen. Weitere Verbesserungen sind dringend anzuraten. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Ja, doch, das ist immerhin schon mal ein bisschen besser, gell? Wobei... Eigentlich brauche ich den Gürtel nicht wirklich. Ich nehme die Datenkristalle. Ach, ist jetzt freigeschaltet worden. Ach, sehr witzig. Okay, gerade eben wurde das Add-on jetzt für alle freigeschaltet. Das ist für Abstufe 60, okay. Okay. Ja gut, also wenn man so ein sehr hochklassischer Charakter ist, dann kann man das mal angehen. Ich habe gerade eben die Gelegenheit genutzt, bei einem Händler stehen zu bleiben auf dem Weg hierher und habe mal den ganzen Trödel verkauft, den ich verkaufen kann, der nicht gebunden ist. Also ich habe hier lauter T7-Zeug, das ich aber irgendwie nicht anbringen kann. Weiß der Geier warum. Und das ist irgendein Gedöns, das in so einem Brief war, genauso wie das Zeugs. Das ist ja okay. Und den anderen Kram habe ich verkauft und bin deshalb jetzt bei 20.000 Credits, was ordentlich Gewinn war. Habe ich doch ein bisschen verblüfft, so viele Credits zu bekommen für den ganzen Trödel. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Ich bin ein Jedi-Ritter. Ich möchte bei den Reparaturen behilflich sein. Jedi? Ah, ich muss meine Einschätzung von Patakas administrativen Fähigkeiten wohl korrigieren. Zumindest ein wenig. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren. Um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sie Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Okay. Wir müssen sofort handeln, bevor es zu spät ist.
Sie verstehen die Dringlichkeit der Lage. Sie verfügen über eine für ihre Spezies erstaunliche Auffassungsgabe. Die Agnor-Zweifußschweine, die die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Das kann ich wohl gerade noch tun. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Hast du schön gesagt. Sehr schön. Also, ein Quest erledigt, weiteres wieder angenommen. Das mich auch wieder irgendwo hinführt. Also gut, wir sehen uns hier wieder. Ich werde hier weiterspielen natürlich. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt direkt weiterspiele, weil eigentlich wollte ich jetzt mal meine Runde beenden. Und dann vielleicht machen wir erst in der nächsten Runde weiter. Das werde ich sehen. Ihr dann logischerweise auch. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.